Hallo. Wir haben jetzt gerade sehr gut gefrühstückt in unserem Hostel. Da gibt es immer Pancakes mit Bananen oder Erdbeeren und Schokosauce. Und weil uns die Tempel in Chuquchacata zu teuer sind, weil die so um die 50 Euro kosten, haben wir uns jetzt entschieden, was ganz anderes zu machen, und zwar Cave-Tubing. Wir sind echt schon gespannt. Wir sind gerade mit dem Uber hergefahren und ja, suchen jetzt den Eingang. Eigentlich wollten wir ja tuben gehen, aber wir sind hier an einem ganz falschen Ort und eigentlich ist das tuben oder der Ort, wo man tuben kann, 40 Kilometer entfernt. Aber wir haben jetzt noch einen netten Indonesier kennengelernt und der hat uns auch gleich eingeladen. Wir haben jetzt was zu trinken bekommen und haben auch gerade noch gegessen, wie immer sehr lecker. Und wir werden jetzt mit ihm noch zu so einem Wald fahren, da wo ja, der sehr schön aussieht. Er hat uns schon Bilder gezeigt und ja, wir sind schon sehr gespannt drauf. So, wir sind jetzt hier in dem Wald. Unser Uberfahrer hat auch noch gemeint, er begleitet uns. Und ja, ziemlich witzig. Wir fahren mit den gleichen dann auch wieder zurück. Ja, weil es hier kein Internet gibt. Angeblich. Glaube ich zwar nicht ganz, aber egal. Wir müssen uns dann nicht um den Fahrer kümmern. Und wir zahlen noch weniger, weil wir ohne der Uber-App fahren dann. Die Aussicht hier in Roman ist extrem schön. Ja, der Uberfahrer hat uns auch erzählt, dass Obama anscheinend vor 2 Monaten erst hier war und sich das auch angeschaut hat. Er hat sogar Bilder gezeigt, also das stimmt wirklich. Ja, extrem. Hier rum gibt es auch einen Gebetsplatz. Unser Oberfahrer ist auch gerade noch beten. Agnon war gerade beten und jetzt warten wir noch und dann geht's wieder weiter. Jetzt haben wir noch eine Kokosnuss spendiert bekommen von unserem Oberfahrer. Ja, es ist echt ein perfekter Tag eigentlich. Also, auch wenn wir ihn uns nicht so vorgestellt haben, aber eigentlich ist der Tag echt perfekt geworden. Kokosnuss. Kokosnuss. Say Kokosnuss? Kokosnuss. 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 Ja. Kokosnuss. Wir fahren jetzt noch zum Hobbithaus. Und haben jetzt noch sind so Chips bekommen. Also ein indonesischer Snack eigentlich. Und ja, sehr lecker. Hier im Hobbithaus hat man die Möglichkeit, überall so Fotos zu machen. Also es gibt hier überall so Sitzgelegenheiten oder so, die sich perfekt als Fotomotiv eignen. Oder hier. Ja, überall eigentlich. Sound.
wir sind jetzt wieder im Hostel und schneiden noch kurz unsere Videos. Ja, der Tag heute war echt genial. Also eigentlich wollten wir ja Cave Tubing machen, aber auf Google Maps war, ja, das stimmte einfach nicht, was auf Google Maps geschrieben oder gestanden ist, die Adresse. Und ja, so haben wir bei Angun nachgefragt, ob er weiß, wo es in seiner Nähe Cave Tubing gibt. Und er sagte, da gibt's nichts, und ja, und so haben wir dann mit ihm den Tag verbracht, beziehungsweise mit den Uber-Fahrern. war recht witzig. Ja, es war echt so lieb. Also er hat uns gleich hereingebeten, und seine Mama hat uns gleich warmen Orangensaft gemacht, und auch zum Mittagessen haben sie uns eingeladen. Das ist echt so, so cool. Und der Uber-Fahrer hat sich dann auch gleich angeschlossen. Also weil man oben eben kein Uber rufen konnte, hat er gesagt, er wartet und ist dann auch mit uns im Wald spazieren gegangen und so. Also es war echt so cool. Wir haben so viele neue Infos bekommen über das Essen hier und generell das Leben hier. Also es war echt so interessant, und ja, wir hatten so viel Spaß mit den beiden. Das war echt so cool. Ja. Gut. Wir beenden jetzt den Vlog. Ja, morgen geht es dann mit dem Zug nach Malang. Wir haben wieder eine lange Zugfahrt vor uns. Ja, 7 oder 8 Stunden. Gut. Ja, jetzt bin ich hier schon ziemlich müde. Ich werde jetzt noch ein wenig Video schneiden. Und ja, schaltet auch wieder beim nächsten Vlog ein. Abonniert uns und gebt uns einen Daumen nach oben. Ciao.